Bei meinem letzten Video habe ich euch ja über den Lavandia-Mythos aus Pokémon aufgeklärt. Doch bei der Recherche dazu ist mir aufgefallen, wie viel Gaming-Mythen es eigentlich gibt. Lasst uns also noch einmal ein wenig genauer auf einige der berühmtesten Spielmythen schauen und zusammen rätseln, ob die Mythen denn nun wahr sind oder nicht. Oh Mann, und ich dachte, das Thema hätten wir hinter uns. Oh shit, here we go again. Konnichiwa und war Freunde der gepflegten Rätselunterhaltung. Wisst ihr, ich wollte dieses Video einmal ein wenig anders aufziehen. Anstatt einfach einen Mythos zu zeigen und euch dann darüber aufzuklären, dachte ich mir, dass wir ein kleines Spiel daraus machen. Bedeutet, ich werde euch jetzt 5 Mythen zeigen und ihr müsst erraten, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Die Auflösung gibt es dann am Ende des Videos. Okay, lassen wir das. Als GTA San Andreas damals für die PlayStation 2 erschien, war es eines der größten Spiele, die man bis dahin gesehen hat. Und auch wenn ich persönlich Vice City immer einen Tick cooler fand, muss man schon sagen, dass die riesige Spielwelt von San Andreas schon seinen Reiz hatte. Kein Wunder, dass bei einem so großen Areal auch einige versteckte Dinge zu finden sind. Und laut unserem ersten Mythos kann man auch einen Bigfoot in dem Spiel finden. Der legendäre Menschenaffe soll sich angeblich in Gegenden wie Back O Beyond, Shady Cabin oder Mount Chiliad herumtreiben. Aufgrund der geringen Chance, den Bigfoot zu sehen, gibt es nur wenige Bilder von ihm. Und auch sein Verhalten ist nicht ganz aufgeklärt. Während die meisten Leute behaupten, dass er einfach wegläuft, sobald man sich ihm nähert, sagen andere Leute wiederum, dass Bigfoot den Spieler auch angreifen kann. Wie dem auch sei, denkt ihr, dass die Geschichte wahr ist? Kann man in San Andreas wirklich einen Bigfoot finden? Bleibt bis zum Ende des Videos, um die Wahrheit zu erfahren. Wisst ihr, irgendwie hat jeder seinen ganz persönlichen Erzfeind. Cola hat Pepsi, Mario hat Bowser und die AfD den gesunden Menschenverstand. Und Sonic? Ja, Sonic hat Dr. Robotnik. Doch wusstet ihr, dass Dr. Robotnik ursprünglich mal als der eigentliche Held des Spiels geplant war? Zu Zeiten, als die Sega-Entwickler am ersten Sonic-Spiel arbeiteten, gab es einige verschiedene Charaktere, die als Held in Frage kamen. Und neben Sonic war auch der allseits bekannte Dr. Eggman ein möglicher Kandidat. Die Entwickler mochten ihn sogar so sehr, dass er, als klar war, dass Sonic der Held des Spiels wird, im fertigen Spiel dann als Gegner eingesetzt wurde. Naja, zumindest wenn ich euch hier keinen Schwachsinn erzählt habe. Was denkt ihr, Robotnik als eigentlicher Held der Sonic-Spiele? Wahr oder falsch? Wer sich auch nur halbwegs in irgendeiner Form für Videospiele interessiert, hat bestimmt mal irgendwann eines der unzähligen Street Fighter Spiele gesehen. Also ist es auch nicht wirklich verwunderlich, dass es auch zu Street Fighter 2 einen ziemlich bekannten Mythos gibt. Den typischen Street Fighter 2 Cast kennt ihr ja bestimmt. Schließlich sind all diese Charaktere irgendwie schon fast so etwas wie Popkultur geworden. Aber laut der Legende gibt es in Street Fighter 2 einen super geheimen Kämpfer, den man freispielen kann, wenn man richtig, richtig gut ist. Dieser Kämpfer ist Shenlong. Und der Mythos wird sogar vom Spiel selbst angefeuert. Schließlich sagt Ryo in der Arcade-Version von Street Fighter 2, "You must defeat Shenlong to stand a chance." Doch nur wenige Spieler sollten es tatsächlich geschafft haben, Shenlong freizuspielen. Zumindest, wenn die Geschichte wahr ist. Kommen wir zu einem Minecraft-Mythos und wow, ich hätte nicht gedacht, mal ein Video über Minecraft auf diesen Kanal zu bringen. Schon seit Jahren erzählt man sich die Geschichte um Herobrine? Einem Charakter, der dem Standard-Skin Steve zum Verwechseln ähnlich sieht. Diese Figur erscheint nur sehr, sehr selten und das einzige, was er macht, ist es, den Spieler mit nur einem Hieb zu töten. Fast schon so etwas wie ein kleiner Gag der Entwickler, zumindest wenn es den Charakter wirklich so in Minecraft gibt. Als Vegetarier bin ich, wie sollte es auch anders sein, großer Freund von Tofu. Umso cooler ist es, dass man in einem der besten Horror-Games aller Zeiten ein menschengroßes Stück Tofu spielen kann. Um das Soja-Erzeugnis in Resident Evil 2 auf der guten alten PlayStation 1 freizuspielen, muss man aber einiges tun. Das Spiel muss mehrere Male mit einem A-Rang abgeschlossen werden und auch in den verschiedenen Storylines. Und sobald man ihn freigeschalten hat, kann man das Spiel dann nochmal mit dem Tofu durchspielen, was sich tatsächlich auch nochmal ein wenig anders spielt, da er nur mit einem Messer bewaffnet ist. Ziemlich coole Idee, wie ich finde. Also, wenn es denn wahr ist. So, das waren also die 5 Mythen. Welche davon haltet ihr für wahr und welche für erfunden? Schauen wir uns mal die Auflösung an. Was ist mit der Geschichte um den Bigfoot in GTA San Andreas? Auch wenn viele Leute sogar heutzutage noch nach ihm suchen, muss ich euch enttäuschen, es hat nie einen Bigfoot gegeben. Alle Screenshots sind entweder gefälscht oder Mods des Originalspiels.
Und was ist mit der Geschichte um Dr. Robotnik? Sollte in Wirklichkeit er der Held der Sonic-Spiele sein? So erstaunlich es auch klingen mag, aber ja, die Geschichte ist wirklich wahr. Er war wirklich in der engeren Auswahl für den Hauptcharakter des Spiels. Was ist mit dem rätselhaften Kämpfer Shang Long in Street Fighter 2? Er wird ja im Spiel sogar selbst erwähnt. Das muss doch wahr sein, oder? Tja, leider gab es diesen Kämpfer nie. Die ganze Sache war einfach nur ein Übersetzungsfehler und wurde dann von mehreren Spielezeitschriften als eine Art Running Gag immer wieder für wahr erklärt. Wie sieht es mit dem rätselhaften Charakter in Minecraft aus? Okay, die Geschichte lässt sich ziemlich schnell aufklären. Es gab nie eine solche Figur und es ist einfach nur so etwas wie eine moderne Gruselgeschichte. Alle Videos, die ihr dazu kennt, sind einfach nur Fake. Und was hat es mit dem Stück Tofu in Resident Evil 2 auf sich? Konnte man wirklich einen Tofu spielen? Glaubt es oder nicht, aber die Geschichte ist wahr. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Leider nimmt die Geschichte um Tofu kein gutes Ende, da er in der Endsequenz des Spiels einfach aufgegessen wird. So, danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, ob ihr mit euren Vermutungen richtig lagt. Ich lese eigentlich immer generell alle Kommentare und versuche auch jedem zu antworten. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.